Hallo meine Freunde und herzlich willkommen hier zurück zu The Witcher 3. Und wie man auch hier sehen kann in dem wunderschönen Spiel. Auch hier meine Freunde. Mit dem Xbox Controller unterwegs, ja. Das ist für mich ein bisschen sehr neu. Ach genau, das ist ja hier ein bisschen anders. Jetzt gehen wir hier hoch. So. Und normalerweise bei einem Pferd oder so hier beim Xbox Controller muss man ja irgendwie LT und RT klicken hier, aber hier muss man weiter so Plätze A klicken. Oder eben doppelt irgendwas drücken. Also meine Freunde, keine Ahnung wieso warum, aber ich sehe ihn wieder runter. Hey, was ist das für ein Schrott hier? Wir müssen doch hier hoch. Oder nicht? Lauf, Plätze! Gehen wir mal kurz rundherum hier. Da müssen wie mir scheint. Hier kommen wir nicht hoch, oder? Pferd ist zu doof, um da hochzukommen, meine Freunde. Na gut. Komm schon. Oh oh. Was ist denn das? Hast du das Pferd hat Angst, hier runter zu fliegen, oder was? Tolle, wo ist hier? Langsamer. Nee, da war die falsche Taste. Genau. Können wir nicht näher ran oder so? Ach, okay, die Weltkarte nur. Hier können wir gar nichts machen. Okay. Hier nach unten müssen wir. Der Flüsterhügel. Zähl mal ein Wildpferd mit dem Axi-Zeichen und sitze auf. Also das heißt, theoretisch gesehen müssen wir hier eigentlich durchreisen. So war das geplant, meine Freunde. Nehmen wir jetzt mal einfach an. Gehen wir hier weiter durch die Pfade und schauen nach Insigni-Zeichen. Ich habe keine Ahnung, was das hier heißt und so, aber ey, wir sind ja hier auf dem. Sind wir überhaupt richtig? Hier sind wir auf jeden Fall unten oder so, habe ich das Gefühl. Oder geht es jetzt trotzdem hoch? Hä? Absteigen. Hey, Freunde, absteigen! Wow, da geht die aber ab. Sind wir gut oder gut? Ich spiele das erste Mal mit Xbox Controller. Meine Fresse hier. Ja, können wir ruhig alles nehmen hier. Hallo? Die Dame? Ach, was ist das hier wieder? Hallo? Ach du, ach so, ey, jetzt komm mal her, du Olle, Tante. Okay, da haben wir irgendwie so eine Arschkranke hier am Laufen. Weg hier mal weg, so. Jetzt komm wieder ran. So. Ich hoffe, die gehen mal flöten. Denn wir gehen jetzt auch mal flöten. Tschüssi. Nein, das war's. Das war's hier heute. Ich frage mich nur, wie was zu essen hier. Ne, da oben ist nur das nächste Vieh. Wie essen wir was? Nee. Wie zum Teufel essen wir was hier? Ich will wirklich wissen, wie wir hier essen. Option hat das hier. Steuerungsschema. Erkunden? Nee, will ich nicht. Kampf. Zeichen, Angriff, Parier. Ach, das ist auch hier unten. Ach so, okay, gut zu wissen. Schneller Angriff, Rollen, Ausweichen, starker Angriff. Okay, die zwei hier, X und Y, sind auf jeden Fall wichtig. Blocken.
Und ich möchte gerne wissen, wie man hier was isst. Hier beim Steuerkreuz oder was? Oben, unten. Okay, alles klar. Gut zu wissen. Danke sehr. Ach, nur Visa Kunden. Wieso, jetzt tauchen wir alle auf oder was? Hey, du tollkühne, angelassene. Ach du Scheiße. Nein, nein, weg hier. Scheiße. Okay. Ja, jetzt, okay. Das ist genau an dem Punkt, den wir wohl angekommen sind. Naja. Es war ein bisschen doof. Wie können wir da besser kämpfen? Also wir haben ja vorher mal wirklich gut gekämpft, haben wir irgendwie ein bisschen ausgekriegst und so. Aber jetzt beim zweiten Mal habe ich voll verhauen. Ey, das gibt's wirklich nicht. Kack mich ein bisschen an hier. Aber hey. Und wieso geht der Ladebalken nicht vorwärts? Der unter mir ist. Also hinter mir. Hinter mir. Ladebalken. Ist so langsamer Typ. Oh. Komm jetzt, mach schon. Arschkriechende Räumlichkeiten. Suche an der Küste und in der Nähe von Hafen nach Booten. Booten sind gut und Booten sind schlecht. Und wir müssen jetzt weiter. Ja, jetzt irgendwie beim Laden irgendwie ein bisschen. Hallo, Plätze. Nein, ich mach immer das Falsche. So. Los, lauf. Wir müssen da entlang, aber da ist ja nichts. Wo ist denn hier was? Kommen wir hier wieder auf den Pfad oder so? Oder ist es hier... Da oben ist ein Pfad. Okay, alles klar. Ne, jetzt wieder auf dem Pfad. So, ich dachte schon hier. Sind ja in der wildesten Wildnis. Okay, jetzt ist scheiße gelaufen. Okay, der Pfad sehen wir auf der Minimap ist sehr gut. Ah, anderer Weg. Hier mit Galoppieren und Trillern ist alles ein bisschen heiter hyper hier. Die Pferde soll ich auch mal flöten. Hä, muss ich mal auch wieder wissen. Die Pferde aus aber steigt auch so. Okay, gut zu wissen. Tralalalalala. Und niemand. Wieso sind die Wege hier so? Ja, tolle Wurst. Vor dem Ziel einfach niedergemetzelt. Mit dem Axi-Zeichen haben wir das schon. Jetzt wieder absteigen. Ach, halten. Pferd ist aber auch stur hier. Irgendwo hier ein Zähmer, ein Wildpferd mit dem Axi-Zeichen und sitze auf. Kein einziges Pferd mehr in Sicht. Das ist aber ein bisschen doof. Der Wind heult. Ja, das hören wir. Jetzt rennt das Ding wieder weg hier. Haben wir es gezähmt oder was? Aber das will nicht.
Ich glaub's ja nicht. Ach, wir müssen da drinnen bleiben, oder was? Komm, mein süßes Ding. Oh. Dachte, wir können jetzt draufsteigen. Weil wir haben ja das Zeichen hier gesetzt. Was ist das Falsche? Ach ja, ist das Falsche. So, zur Höhle unter dem Flüsterhügel. Na, dann geht's ab hier, Galoppi. Ach, endlich mal das falsche Ding ausgewählt. Natürlich, wieso nicht? Das ist gestern mal ein wildes Pferd hier am Galoppel, ohne Sattel, ohne nichts. Und ob das... also jetzt, handlang hier. Und ob das wirklich so standhält wie mein normales Galoppelpferd hier, also... Okay, Betäubung hält also irgendwie stand auch nach der Betäubungsaktion. Langsamer. Ach, wo ist denn auch wieder der Eingang? Ach, wo ist denn wieder der Eingang, meine Freunde? Das war so lange her. Der Macht. Und geht's wieder rein? Schneller. Ich bin doof. Unter dem Flüsterhügel ist das Ding. Unter dem Flüsterhügel beginnt. Ja, tolle Wurst. Und wir kriegen das hin unter dem verkackten Hügel. Wissen, dass es schaffen hier. Hier können wir das Ding schon hinbringen, aber. Ah! Los, lauf! Das ist was anderes, wenn die hier durchkommen. Ein Pferd für ein Erleben. Ah! Soweit. Wir können anfangen. Lass mich auf Rabenschwingen fliegen. Leg die Knochen auf die Federn. Leg alles unter mein Herz, das du durchbohren musst. Und bring das Ross. Na gut. Nicht so. Wir sind ein gutmütiger Mensch, aber ich weiß nicht, ob das gut oder böse ist. Ich habe keine Ahnung, ob wir das dann töten müssen oder. Na komm. Gut. Ich bin mir nicht sicher. Hier sind die ist nicht ungemach. Einst war ich frei. Ich werde wieder frei sein. Weil die Ohren, also der Ton ist ein bisschen. Einst war ich Fleisch. Ich werde wieder Fleisch sein. Ich frage mich, was dann wird. Echt, ich bin mal gespannt, ob wir nicht die falsche Entscheidung getroffen haben. Ich hab nur die Befürchtung. Befreie die Kinder. Ja, ein Wort muss gehalten werden.
Ja. Ach cool, das Ding ist jetzt vorbei. Ich bin mir da wirklich noch nicht ganz sicher, ob das jetzt wirklich... Oh. Ob das wirklich richtig war. Aber wir werden es ja im Verlauf des Spiels noch wissen. Hä? Ach, den Dorfelsen und Niederwehrbericht. Okay, alles klar. Schön, dass plötzlich immer hier ist und wir ihn brauchen. Wohin rennst denn du, mein Freund? Das war jetzt aber ein bisschen komisch. Ich hätte dich jetzt eher umgebracht, aber... Was machen die denn hier? Komm jetzt. Hallo? Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Ach so. Ich habe euer Problem gelöst, aber meidet den Flüsterhügel trotzdem für eine Weile. Ist nicht wahr. Da hat was gelauert? Ein böser Geist saß in dem Baum auf dem Hügel. Er hat die Leute getötet. Wie hast du ihn vertrieben? Ich musste gegen nichts und niemanden kämpfen. Ich habe den Geist einfach befreit. Du hast was? Das Böse befreit, damit es jetzt frei herumstreifen kann? Ich habe getan, was getan werden musste. Und wenn es zurückkommt? Dann bitte die Herrinnen des Waldes um Hilfe. Die Muhmen, ihr nennt sie Herrinnen des Waldes. Hätten wir doch um. Ich soll den Lohn von dir fordern. Sicher weißt du, was sie meinten. Ja, das weiß ich. Gib mir den Dolch. Bin gleich zurück. Hätten wir das Ding lieber umbringen sollen? Ich bin mir nicht sicher, meine Freunde. Echt nicht sicher. Ah, wieso das denn? Die Bezahlung. Bring sie den Herrinnen, ja? Was zum Teufel war das? Das ist der Pakt. Du kennst das Leben hier nicht, Fremder. Dies ist die Bezahlung für ihren Schutz. Die ganzen Ohren im Wald sind also... Vergiss es, Meister. Du ziehst bald weiter, aber wir bleiben zurück. Und unsere Kinder und deren Kinder... Über Wählen wachen weder Herren noch Götter. Es ist Niemandsland. Wer überleben will, muss seinen eigenen Schutz suchen. Ach, du heilige Kanüle. Zweimal... Wow. Na, das ist aber ein Tribut, meine Freunde. Im Gegensatz zu früher war es eher gesagt klein, aber hier in unserem Jahr, in unserer Jahreszeit ein Ohr opfern... Das würde ich nicht so machen. Aber na gut. Seid so anders als auf dem Wandteppich. Nun, her damit. Und auf dem Wandteppich sehen die noch schön aus. Du warst wieder nicht gehorsam. Wir sind barmherzig, aber du hast die Kinder entkommen lassen. Sie wollten nicht fliehen. Es hat ihnen hier gefallen. Sie haben gespielt. Deine Strafe muss hart sein. Still jetzt. Wir müssen mit dem Weißhaarigen sprechen.
Igitt! Die Frau, die für die Kinder sorgt. Sie trägt eine Schuld ab. Sie ist freiwillig hier. Sie ist verrückt. Sie wusste, was unser Pakt bedeutet, als sie ihn einging. Wir halfen ihr. Sie versprach, uns zu dienen. Jetzt trägt sie das Zeichen. Sie ist unser. Es ist doch eine andere Frau, die dich interessiert. Sprich, Weißhaariger. Da hat sie auf jeden Fall recht. Naja, und wie wir weiterfahren, meine Freunde, das erfahrt ihr erst in der nächsten Episode. Habt Spaß, tschüss, und das war's.